Ja, wir haben viel geschafft. Die Lieder, die innerhalb eineinhalb Jahres ausprobiert haben, dann wieder alles erfrischen, wieder erfrischen. Und dann noch einige Lieder neu dazugekommen und. Wir wissen gar nicht, was auf uns zukommt. Wir wissen nicht, wer kommt. Wir wissen nicht, was sie spielen. Wir wissen nicht, wie gut sie spielen. Manche können es eigentlich gar nicht, kommen aber, weil sie es toll finden. Oder kommen, weil sie das Instrument toll finden oder weil sie das Projekt toll finden. Daraus formen wir einen Klangkörper. Instrumente, die ich nicht kenne. Also eine Kena-Kena zum Beispiel, eine Taka, diese indianischen Flöten. Jetzt habe ich mich ein bisschen schlau gemacht, das kommt mir locker über die Lippen, aber vor ein paar Wochen kannte ich die noch nicht. Was können die, wie kann man die spielen, sind die überhaupt chromatisch? Nee, es gibt keine Instrumente, vor denen ich Angst habe, im Gegenteil. Das einige können keine Noten lesen, die muss ich vorsingen, vorspielen. Und die sitzen dann da mit ihren, so alt wie ich, ja, und machen große Augen und spielen das nach und das finde ich irgendwie toll. Und dann klingt es auf einmal. Das muss einfach Spaß machen, das muss allen Spaß machen. Aber ich will, dass das auch was Tolles wird. Und das bedeutet eine gewisse Probendisziplin und auch eine Kontinuität. Steig auch mit ein. Müsst ihr gleich nach Noten lesen. Letztendlich würde ich mich freuen, wenn wir auch durch Vorschläge von den Ensemblemitgliedern Stücke aus deren Heimat nehmen können, die dann kulturell geschlossen sind in deren Kontext und das dann öffnen auf den gesamten Klangkörper mit allen westlichen Instrumenten. Ich finde das toll, also mit ganz fremden Menschen so über die Musik zusammenzukommen. Also Musik, das erfahre ich immer wieder, ja, das versteht sich. Beim zweiten Gig mussten wir schon unterbrechen, weil wir das Klavier vergessen hatten mitzunehmen. So ist das, wenn man das Tourleben nicht gewohnt ist. Man ist so ein bisschen die Umarmung der Musa gewohnt und denkt, Mensch, klasse, alles da, Kabel, Mikrofone und dann vergessen wir unser Klavier und dann müssen wir wieder zurückfahren. Das war irgendwie, was ich habe jetzt, glaube ich, habe ich nicht mehr. Aber es ging auch nur bis nach, es ging nur bis Herzberg. Die europäische Musik klingt anders, die Instrumente, die dazu gehören. Aber ich finde eine schöne Kombination zwischen beiden. Unsere Orientmusik und Westmusik. Anfangs war ich halt total frei und habe das genommen, was da ist und habe geguckt, wie kann ich das zu einem homophonen Ereignis machen. Wenn von denen jetzt jemand fehlt, dann fehlt er mir. Die Flöte zum Beispiel. Ein Südafrikaner an der Flöte, der ist jetzt weggegangen und da fehlt mir. Und jetzt muss ich ganz zielgerichtet nach Instrumenten suchen, weil ich die Position eigentlich nicht aufgeben möchte. Para decidir si sigo poniendo esta sangre en tierra. Am Orchester gefällt mir die Stimmung, weil die alle sind einfach sehr freundlich und sehr hilfsbereit. Thank you.
fand's super. Ich fand's unglaublich intensiv. Wir haben ja eigentlich, ein paar haben es auch gesagt, wir haben immer geprobt, seit langer Zeit proben wir ja, aber es sind immer nur diese Probenblöcke und nach der Probe geht man nach Hause und so viel, wie wir voneinander erfahren haben, jetzt an diesem Wochenende, in diesen drei Tagen, haben wir die ganzen anderthalb Jahre nicht. Wir sind ja 16 Leute und das ist auch echt schon ein ganz schöner Tanker, ne? Und das ist, da kann nicht einer sagen, ah, alles klar, wir schlucken zwei Takte und machen später weiter. Das müssen dann alle gemeinsam machen und das ist extrem, erfordert unheimlich, ein unheimliches Zusammenspiel und aufeinander eingespielt sein und das kriegen wir nur, indem wir Routine kriegen, indem wir das Programm. So, von vorne. Ich habe zwei Lieder selber geschrieben und komponiert habe. Einmal Afghanistan, Heimatlied, und einmal Negara, also Lieblingslied von meiner Frau. Die letzte Nummer. Und ich hätte auch gerne, dass es eine Art Höhepunkt im Guten ist. So, wir scheinen vollständig zu sein. Von acht kamen miteinander. Ja, wie gesagt, es war echt eine winzige Bühne. Das Wasser kann sein, das war eine sehr kuschelig hier oben. Hat auf jeden Fall viel Spaß gemacht. Das ist in der Probenzeit nie passiert. Wenn da jemand einen Fehler gemacht hat, vor allen Dingen Sänger falsch eingesetzt hat, zu spät oder zu früh, das sind alle aus der Kurve geflogen. Das ganze Konstruktion ist zusammengekracht und wenn das jetzt passiert, dann ist das ganze Tankschiff springt wie auf Kommando einfach eine Spur nach rechts oder nach links. Das finde ich ganz toll. Und das finde ich eigentlich, das ist das Ergebnis des vielen Zusammenspiels. Kommt das von Training? Ja, wir sind hier auch jetzt schon lange unterwegs und das macht schon viel aus. Dass wir zusammen unterwegs waren und im Bandbus gesessen haben, das macht auch viel aus. Super, wir sind vollständig. Ist das letzte Konzert dieser Konzertreihe und ich finde es ganz toll, dass wir diesen Klangkörper gefunden haben, wie er sich Ihnen heute präsentiert.